Wir sind wieder unterwegs, liebe Zuschauer, in der zweiten Halbzeit. Und wenn wir ehrlich sind, die Frage nach dem Sieger stellt sich eigentlich nicht mehr. Marcelo. Mit der Flanke sucht er Cristiano Ronaldo. Xabi Alonso. Lewandowski. Und er erkämpft sich den Ball zurück. Den gibt er jetzt nicht mehr her. Er hält ihn fest. Er hat den Ball, der Torwart. Benzema. James Rodriguez. Die Spieler warten auf die Ecke. Der Schuss war top. Besser war eigentlich nur noch die Parade, wenn man sich das hier genauer anschaut. Oder macht es sich eben bezahlt, wenn der Keeper da ist, wenn er wach ist? Jetzt macht der Trainer seinem ziemlich unglücklichen Auftritt ein Ende und nimmt ihn vom Platz. Das war insgesamt gesehen nicht sein Zuckertag, oder Buschi? Ganz sicher nicht, Manni, aber das kann, hin und wieder kann das einfach passieren. Und ich bin mir sicher, dass wir einen ganz anderen Spieler in der nächsten Partie sehen werden. Pepe. Der Verteidiger blockiert den Ball. Das kann der Schiri normalerweise nicht durchgehen lassen. Boateng. Benatia, kann er sich den Ball holen? Modric. Bisher haben sie hinten nach den Eckbällen gut gestanden. Zwei beinahe ebenbürtige Gegner. Das bessere Ende hat der Torhüter in dieser Situation für sich. Und da kann der Torhüter wirklich mal zeigen, was er drauf hat. James Rodriguez. Benatia. Cristiano Ronaldo. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Da hat der Torwart Glück gehabt. Von der Latte segelt der Ball ins Tor aus. Cristiano Ronaldo gibt Einwurf. Carvajal. Guck mal hin! Und das war ein unglaublicher Reflex des Keepers. Hier gibt es einen Eckball nach dem anderen. Und so sind die Eckbälle bis jetzt verteilt. Sowas nennt man saubere Abwehrarbeit. Es muss Einwurf geben.
Warum springt er jetzt? Weil er Angst hat oder weil er schlau ist? Mein lieber Mann, das war aber knapp. Benzema. Aus der Ferne hätte er fast getroffen. Auf geht's auf die Schlussgerade dieser Partie. Wenn man die Fans so singen hört, dann scheinen sie die drei Punkte schon fest eingeplant zu haben. Und ich glaube, Manni, die Zuschauer sind hier völlig zu Recht optimistisch. Sehr, sehr souveräne Leistung ihrer Mannschaft. Das läuft auf einen klaren Sieg hinaus. Ball im Aus, gibt Einwurf. Er macht seinen Job richtig gut und entschärft diesen Angriff des Gegners. Pizarro. Schuss und... Mein lieber Mann, ein paar Zentimeter tiefer und der Torhüter hätte keine Chance gehabt. Benzema. Knapp vorbei. Aus dieser Entfernung traut er sich und zieht ab. Leider, zumindest aus der Sicht der Fans, fehlt es dem Versuch ein bisschen an der Genauigkeit. Wirklich schade für ihn. Allein für den Mut, von da abzuziehen, hätte man ihm den Treffer gegönnt. Zumindest als Fan des Teams. Philipp Lahm. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Kein Schuss, das war ein Bums, aber souverän gehalten. Und schon wieder dürfen sie einen Eckball ausführen. Und der Torhüter ist zur Stelle. Pfiff des Schiri. Das Spiel ist zu Ende. Was für ein einseitiges Spiel, was für ein einseitiges Ergebnis. Wie peinlich für die Verlierermannschaft. Also das ist mit das dominanteste, was ich in dieser Spielzeit gesehen habe.